There's something in the way you roll your eyes. So, wir sind jetzt auf Seite 6 und ich finde, hier kommt ja noch mehr Auswahl. Das ist voll doof, weil ich habe hier nur 351 Starcoins und das Ganze hier kostet ja mehr. Also, das war schön auch irgendwie. Das erinnert mich an so ein Western-Pferd. Ich bin Level 6 und das ist Level 8. Okay. Was ist jetzt? Ist es auch Level... Oh. Nein, laber nicht, das ist auch Level 8. Okay, mal schauen. Vielleicht sind die da hinten ja nicht Level 8. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen... Das kostet 500, ey. Was ist heute mit das so los? Also teuer, verdammt. Weil sonst würde halt noch zur Verfügung stehen, dass ich mir so ein jaubiges Pony kaufe. Ich mag die Ponys nicht und deswegen werde ich jetzt nochmal was in der Datenbank raussuchen. Ich habe jetzt ein anderes Pferd gefunden, was ich gerne haben möchte und es ist eins dieser Pferde. Das ist Sele Franziska oder I don't know. Sind das dann die mit den schmalen Augen? Sind dann die Sele Franziska? Das ist auch ein Sele Franziska. Ich wollte ja aber ein Cheval de Sele. Ich kann kein Französisch. Bitte hilf mir jemand. So, mal schauen. Dieses Pferd, ja, dieses Pferd kann ich kaufen, aber das habe ich auf mein erster Account, zweiter Account und ich möchte es nicht auf allen meinen Accounts haben. Und deshalb schauen wir mal, das ist sehr hässlich, da gehen wir direkt weiter. Sorry, die Leute, die diese Pferde mögen. Okay. Dann nicht. Das wollte ich mir eigentlich holen, weil ich das gesehen habe, weil ich das schön fand, aber dann, wenn das erst auf 390 Starcoins erhältlich ist, nein, dann nicht. Dann kaufen wir uns dieses süße Ding hier. Das habe ich jetzt kurzfristig beschlossen und dann habe ich wieder 51 Starcoins und das hatte ich auch vorher und ich suche jetzt den Namen raus. There's something in the way you roll your eyes takes me back to a better time. When I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet, this conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late, so what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. Ich habe jetzt einen Namen gefunden und zwar Ashcake. Ich finde, der passt eigentlich ganz und Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Dein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in deinem Stall finden. Genau, das ist ja sehr toll, aber das ist okay. Dann hole ich mich mal ab. Viel Glück mit deinem neuen Pferd. Wuhu.
Und wir sind in Stall und ich will die Kamera gar nicht drehen. Ja, bist du hast so. Auf diesen Accounts habe ich noch nie was gekauft. Und es ist halt deswegen etwas sehr Besonderes, einfach ein Pferd zu haben, weil man sich halt einfach nichts gekauft hat. Und deshalb, ich will die Kamera gar nicht umdrehen. Oh mein Gott. Da ist der liebe Ashcake. Wuhu. Ich werde jetzt einmal ich habe zwei Pferde mit Ash jetzt. Was? Oh mein Gott. Was habe ich getan? Oh Mist. Naja, wir werden jetzt Ash hier abstellen. Jetzt habe ich zwei Ash und das andere Ash. Und jetzt werden wir mal schauen. Ja, ich habe jetzt ein sehr schönes Outfit herausgesucht. Es tut mir leid, dass es so hässlich ist, aber ich habe halt einfach auf diesem Account nichts anderes. Und deshalb dachte ich mir, ich kann von den restlichen 51 Starcoins doch shoppen gehen. Und das werde ich jetzt tun. Viel Spaß dabei, wie ich meine Starcoins verschwende. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. Ich habe mir jetzt noch mal diesen Pullover gekauft und ja, jetzt finde ich eigentlich, dass es relativ okay ist, abgesehen davon, dass dieses Logo da drauf einfach nicht gelb ist, sondern pink, aber das ist ja auch nicht so schlimm und deshalb genau lassen wir es einfach so und ich finde das Outfit eigentlich für die Verhältnisse dieses Accounts sehr, sehr, sehr gut und genau. Jetzt wollte ich eigentlich nur noch eins sagen, und zwar ciao. Und ciao. Ja, ciao.